So, Sir Chester ist aus dem nächsten Stadion, das ist Eis in Schild und Schwert hier. Diebeskuss, Pelzebub hätte es erlernen können, aber nö, lass mal stecken. So. Warte, Kindchen. Ich muss noch ein paar Besorgungen in Claw City machen. Möchtest du mich vielleicht begleiten? Wenn du zum nächsten Arena-Stadion willst, musst du so oder so zurück nach Claw City. Gerne. Dann komm. In Claw City ist es so immer so schrecklich staubig. Das hält doch kein Mensch aus. Aber gut, einigen wenigen Pokémon mag das ja gefallen. Also sei es drum. Tschüss, Papella. So, wir sind zurück in Claw City. Die kämpfen immer noch. Die werden auch, glaube ich, die nächsten 10. Was? Hat Drizeros mich gerade angeschaut? Ja, während es kämpft. Lol. Konzentrieren sich ja gut auf den Kampf. So. Ja, endlich. Hier 40, danke, nimm all mein Geld. Drei Tränke, jawohl. Supertrank braucht man nicht. Nein, Hypertrank, hallo. Haben wir ganz schön viel gebraucht, muss ich sagen. 15, jawohl, haben wir 20. Passt, perfekt, danke vielmals. Eine Runde heilen, jawohl. Dankeschön. Danke vielmals. Okay. Ich wollte gerade sagen, wir haben Nacht, oder? Lass mal kurz Giradax gegen Monte Carlo tauschen. Beutel. Eigentlich müsste sich Geradax jetzt entwickeln. Nein, hier gibt es noch Abend. Na toll. Ja, dann haben wir gerade umsonst einen Sonderbaum weggeschmissen. Nice. Ach, wie ich das hasse. Na gut, egal. Unsere Reise geht weiter zu Route 7. Betis. Bist du hier, um zu gaffen? Erfreut dich mein Anblick jetzt, wo ich keiner Challenger mehr bin? Soll ich ehrlich sein? Ja! Hast du wirklich nichts Besseres zu tun? Nein! Gerade nicht? Vielleicht hast du so sogar da recht damit. Seit ich disqualifiziert wurde, hast du schließlich deinen gefährlichsten Gegner vom Hals. Tja, aber denke nicht, dass ich aufgegeben habe. Ich muss einfach Champ werden für den Liga-Präsidenten. Deshalb werde ich ihn darum bitten, mich wieder an der Arena-Challenge teilnehmen zu lassen. Oha, wen haben wir denn da? Das ist mal ein strahlendes Pink. Der Junge nimmt kein Blatt vor den Mund und ein bisschen verschroben ist er auch. Das zeugt von Charakter, so mag ich das. Willkommen zu meiner Arena-Mission. Wie bitte? Pink. Pink. Von Kopf bis Fuß, Pink. Herzlichen Glückwunsch, Jungchen. Sie sind doch Papella, nicht wahr? Was in aller Welt sollte das eben? Olivia hat dich schamlos ausgenutzt und dich Wunschsterne für sie sammeln lassen, richtig?
Und jetzt, wo sie dich nicht mehr braucht, hat sie dich einfach deinem Schicksal überlassen. Ich weiß, wie du dich fühlst. Die Verzweiflung steht dir ins Gesicht geschrieben. Ich kann dir vielleicht aus dieser Misere helfen. Du musst nur mit mir kommen und bereit sein, Einsatz zu zeigen. Kannst du das, Jungchen? Ob ich das kann? Ist das Ihr Ernst? Stellen Sie etwa mein Können in Frage? Natürlich kann ich das. Ich werde Ihnen zeigen, was in mir steckt. Sie werden schon sehen. Und dann bringe ich Sie dazu, mir alles zu verraten, was Sie über die Wunschsterne wissen. Wir verabschieden uns fürs erste Kind. Wir verabschieden uns fürs erste Kindchen. Du sollst dich als nächstes auf Route 7 begeben und nach Sir Chester weiterreisen. So, auf zur Route 7. Hundertprozentig wartet Hopp da vorne. Ich würde mich schämen, wenn nicht. Kramor darf trotzdem den Platz mit Gortrom wieder wechseln. Ja. Unser Team blüht. Sanya. Hallo, na, wie geht es voran mit den Arena-Orden? Ich habe die antike Stätte von Passberg jetzt von oben bis unten durchsucht, aber ich weiß noch immer nicht, welche beiden Pokémon hinter dem Schwert und dem Schild stecken oder wo sie sich heute aufhalten. So viel ist es noch unklar. Vielleicht hilft es, wenn ich mir nochmal die Wandteppiche in der Schatzkammer ansehe. Nicht schon wieder. Was um alles in der Welt war das? Das laute Geräusch eben kam aus dem Chlorstadion. Unter dem Stadion befindet sich das Energiewerk des Ligapräsidenten. Oh, eine Energiequelle. Hier? Was zum... Vielleicht den Detektor aus? Ja, genau. Das sollte eigentlich nur an Orten geschehen, wo es möglich ist, Pokémon zu dynamaximieren. Sanya, Matze, habt ihr diesen Knall eben auch gehört? Rose führt wahrscheinlich wieder irgendwelche Experimente durch. Das gefällt mir gar nicht. Wenn wir nichts unternehmen, könnte sich mitten in Claw City ein Pokémon dynamaximieren. Im Ernst, das sollte ich besser Rose mitteilen. Gute Idee, und ich komme mit, sonst verläufst du dich nur wieder. Ich kann es kaum abwarten, dich beim Turnier nach der Arena Challenge anzufeuern. Überlass das hier uns Erwachsenen und mach dich auf den Weg nach Sir Chester, damit du dir den nächsten Orden schnappen kannst. Ich würde so gerne ein Spiel haben, wo man als Deleon spielt und gegen Sanya kämpft und gegen Roy, wo sie alle Kinder sind. Das wäre... Alter, das ist gerade die Gaming-Idee. Idea. Idee. Oh Mann. Hopp. Hey Matze. Dieser Wald und Papellas Fragen waren zu viel für mich. Ich bin immer noch total durcheinander, aber zum Glück habe ich dich endlich wieder eingeholt. Komm, lass uns auf Route 7 gegeneinander kämpfen. Vielleicht hilft mir das auf die Sprünge. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht war es das für dich, Hopp, und deine Arena-Challenge ist vorbei. So. Nächstes Ziel, Sir Chester. Route 7. Hopp, wo bist du? Da vorne. Matze, wenn ich stark genug werden will, um Deleon einzuholen, darf ich nicht davon zurückschrecken, neue Sachen auszuprobieren. Du weißt sicher schon, worauf ich hinaus will. Wir müssen kämpfen. Wir im Gottraum vorne. Und er fängt bestimmt mit Urgel an. Tromborg. Konfusstrahl. Geben wir ihm eine Chance damit. Belzebub, was soll das denn? Holzgeweih. Ich würde sagen, Holzgeweih ist eine krasse Attacke.
Und finster Aura. Reicht natürlich nicht. Dein Kampf erinnert mich irgendwie an den von meinem Bruder. Komm nochmal. Jawoll. Pelzebub dreht das Ganze. Nachdem er schon mit dem Rücken zur Wand stand. Ja, stand. Traumbrock ist besiegt. Monte Carlo reicht fast Level 38. Relaxo. Trommelschläge. Horta, oh oh. Nochmal Horta. Ja, macht's gut. Aber es bringt halt nichts, wenn er zweimal hortet. Und wir jetzt mit Trommelschläge Relaxer vernichten. Was? Okay. Das ist nicht gut. Okay. Oh, paralysiert auch noch. Nein! Dein Ernst, Alter. Noch einmal Body Slam. Jo. Trommelschläge, komm schon. Wir gehen jetzt zu dem direkten Kampfstil über. Alter, noch eine halten wir nicht aus. Müssen wir aber auch nicht. Relaxus besiegt. Monte Carlo erreicht Level 38. Funifras, Pokémon wechseln. Funifras ist vom Typ Feuer. Schlitzer. Gegen Engesteins Pokémon. Schlitzer. Schlitzer gegen Engesteins Pokémon. Hopp, was ist los mit dir? So. Inteleon, weiterkämpfen. Vielfach Schwäche. Das heißt, Inteleon wird jetzt eine Wasserattacke einsetzen und wir werden wortwörtlich weggeschwemmt werden. Ja, ja, Hopp ist gut, mach einfach. Danke. Vielfach Schwäche, Alter. Ist schon krass. Hopp, ich hab's geopfert. Chill dein Leben. Kannst dich freuen, wenn du jetzt noch eins fertig machst, wenn ich wieder eins opfern werde. Pelzebub diesmal nämlich. Ich muss Grottom noch heilen. Jawohl.
jetzt wird's interessant, denn jetzt kämpft Inteleon gegen Gortrom. Trommelschläge. Inteleon ist natürlich schneller. Elektro? Ja, mit dem habe ich nicht gerechnet. Ja, noch weiter. Nicht zu gegenüber. Nichts geht über einen Aufholsieg. Na. Blatt. Gortrom ist schneller jetzt als Belektro und Hopp kommt nicht mehr zum Angreifen. Triffox erreicht Level 39. Wenn ich selbst keinen Durchblick habe, kann meine Pokémon natürlich auch nicht voll aufdrehen. Passt schon, Hopp. Es passiert. Ich mag vielleicht ein bisschen langsamer sein als du, aber ich bin schon viel stärker als früher. Danke, dass du gegen mich gekämpft hast. Ich mache noch schnell dein Team wieder fit. Oh, danke dir. Ich weiß jetzt, was ich wirklich will. Ich will nicht nur gegen meinen großen Bruder kämpfen, ich will ihn besiegen. Ich will Deleon den Unschlagbaren schlagen. Du wirst schon sehen. Sobald ich mir den Arena-Orden in Surchester geholt habe, fordere ich dich wieder heraus. Wir sehen uns. So, und damit bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen hier bei dieser Aufnahmesession. 3 Stunden sind gerade rum. Ich bedanke mich. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und ja, dann würde ich sagen, ciao mit V und bis zum nächsten Mal hier auf Route 7 bei Pokémon Schwert. Ciao mit V.